Dieter Bohlen, bittere Rache an Shirin David? Dass Dieter Bohlen ausgerechnet Rapperin Loredana in die DSDS-Jury gesetzt hat, ist kein Zufall. Der Verdacht liegt nahe, dass er sich damit an Shirin David rächen will. Dieter Bohlen holt ausgerechnet Shirins Erzfeindin in DSDS-Jury. Die neue Jury für die kommende Staffel von Deutschland sucht den Superstar ist komplett, neben Dieter Bohlen, 69, Kumpel Pietro Lombardi, 31, und Schlagersängerin Beatrice Egli, 35, wird Rapperin Loredana, 28, die neuen Talente beurteilen. Dass der Pop-Titan ausgerechnet letztere hinters Jurypult geholt hat, dürfte kein Zufall sein. Denn Loredana, die sich in ihrem Song Mann im Haus selbst als Deutschraps First Lady bezeichnet, gilt in der Sprechgesangsszene als Erzfeindin von Shirin David, 28. Schon mehrfach haben sich die beiden Frauen öffentlich gegenseitig gedisst, in ihren Tracks oder via Social Media. In einem Podcast-Interview stichelte Loredana außerdem, Shirin David, geht gar nicht. Ich würde dich anlügen, wenn ich sagen würde, boah, es gibt einen Song, den ich mag, es gibt keinen. Später stellte Loredana klar, dass sie auch niemals gemeinsame Sache mit der Blondine machen würde. Keine Frage, dass Dieter dieser Beef unter den beiden Rapperinnen gefallen dürfte. Shirin David stellte den Pop-Titan öffentlich bloß. Schließlich stellte Shirin den DSDS-Jurychef im vergangenen Jahr ganz schön bloß. Die Hamburgerin behauptete öffentlich, er habe ihr gesagt, sie sei seine Wunschkandidatin für einen Posten hinterm Jurypult. Alles Quatsch, meinte der Pop-Titan. Shirin und RTL seien sich einfach nicht einig geworden, mit mir hat das Ganze überhaupt rein gar nichts zu tun. Das widerlegte die Rapperin, indem sie ihren Nachrichtenverlauf mit Bohlen postete, indem sie ihm folgende Absage erteilte: Vier weiße Menschen an einem Jurypult entsprechen nicht meinen Vorstellungen von einem neuen DSDS. Punkt. Eine Demütigung, mit der das Castingshow-Urgestein offenbar nicht umgehen konnte. Er bezeichnete Shirin daraufhin als Eisprinzessin und holte jetzt ihre Feindin in die Jury. Wenn das kein Racheakt ist, wie es zwischen Dieter und Loredana wohl laufen wird. Auch in diesem Jahr war mit Katja Krasavice, 27, eine Rapperin am Start, die sich ja bekanntermaßen auch ordentlich mit ihm überwarf, nachdem dieser sexistische Äußerungen machte. Dieter Bohlen verhalf Beatrice Egli zum Erfolg und demütigte sie im selben Zug. Dieter war es, der der Schweizerin damals den Weg ins Schlagerbusiness ebnete, er schrieb ihren ersten Nummer-1-Hit Mein Herz. Doch so hilfreich das gewesen sein mag, er demütigte die hübsche Blondine auch aufs Übelste. Dieter meinte zu mir, du musst abnehmen, du musst ins Solarium gehen. Und dann habe ich echt gedacht, jetzt reicht's aber, erinnerte sie sich mal im Interview. Direkt nach nur einem Album trennte sie sich von ihm als Produzent. Egli damals, ich dachte, das gebe ich mir nicht nochmal. Für keinen Erfolg dieser Welt möchte ich unglücklich werden. Und auch später gingen Bohlens Beleidigungen gegen sie weiter. 2014 sagte er zu einer Kandidatin der Show, ich habe ein paar Vorteile gesehen. Du bist schon mal 20 Kilo leichter als Beatrice Egli. Autsch. Und das soll jetzt einfach so vergessen sein? Ist Beatrice sich darüber im Klaren, worauf sie sich eingelassen hat? Wird sie Dieter Bohlen diesmal Konter geben? Gegenüber RTL erläutert die Sängerin, wie es zu der erneuten Zusammenarbeit kam, Dieter hat mich angerufen. Wir haben sehr lange gesprochen, uns danach auch getroffen und uns viel Zeit genommen. Es tat gut, sich nach 10 Jahren noch einmal auszutauschen. Ob dabei auch die Lästerattacken von damals zur Sprache kamen? Beatrice wirkt zumindest zuversichtlich, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, dieses Format ist mein Ursprung. Es fühlt sich an wie nach Hause kommen. Neben Dieter und ihr werden auch Sänger Pietro Lombardi und die Rapperin Loredana am Jurypult Platz nehmen. Es wird eine sehr entspannte und dennoch freche Runde werden, prophezeit Beatrice. Und auch der Pop-Titan freut sich, ich finde die neue Jury super, es wird richtig spannend dieses Mal. Aber kann er seine Zunge wirklich zügeln? Klar, der SDS wäre langweilig, so ganz ohne seine Sprüche, doch die Zeiten haben sich geändert und manche Aussagen sind heute einfach nicht mehr zeitgemäß.
Beatrice Egli ist auch darum bei vielen so beliebt, weil sie sich aktiv gegen Bodyshaming einsetzt und selbstbewusst ihre Meinung vertritt. Sollte Dieter ihr also erneut doof kommen, könnte es ungemütlich werden für ihn. Die Sängerin wird seine Beleidigungen sicherlich kein zweites Mal einfach so hinnehmen.